I don't know if it's true. That's what I. Okay. Tschüss. It's great people, beautiful people. Not like those immigrants that eat our dogs and cats. It's true. That's what I said to me. In Kentucky, they eat their dogs. I don't know if it's true. That's what I say to me. Okay. So. Mir egal, was ihr jetzt sehen wollt. Ich spiele jetzt Diablo. Ihr könnt auch. Geht doch nach Hause. Weil. Shit, ich brauche meinen Laptop. Ich kann es auch mit dem Handy machen. Nee, ich kann es auch hier auf der Seite machen. Ich muss umskillen. Ach so, haben wir schon das G rausgefunden? Nee, haben wir nicht rausgefunden, ne? Nee, Metaphor, Refantasio habe ich noch nicht gezockt. Ich will erst noch die Season abschließen in Diablo, bevor ich ein neues Rollenspiel anfange. Ich will einen neuen Build ausprobieren. Und ihr habt mir die Seite Max Roll, habt ihr mir ja auch empfohlen. Die ist auch echt gut. Das ist echt eine gute Diablo-Seite für Builds. Und ich habe hier schon Endgame angeklickt. Ich muss noch Spiritborn anklicken. Das sind die Endgame-Builds, die man spielen kann. Und da ich mit meinem so langsam, meins war ein Leveling-Build. Hier, es gibt Leveling, womit man möglichst schnell sozusagen in Level 60 kommt. Und dann im Endgame ändert sich so ein bisschen was, weil man dann auch Zugriff zu anderen Rüstungen, Items und so weiter hat. Lange Rede, kurzer Sinn, ich muss mich hier für eins entscheiden. Ja, genau, man kann auf Tierlist, sind die auch noch gerankt. Endgame. Hier sehen wir die S-Tier, sind immer noch 5 Stück. Rake, Crushing Hand, Payback, Touch of Death und Quill Volley. Ich glaube, Payback ist mit Thorns. Die Frage ist natürlich, okay, ja, klar, wer hat nicht schon 2 Mythics? Ancestral Mythic, ja. Das wird eine Herausforderung, das überhaupt zu kriegen. Die Ringe sind kein Problem. Den Stab habe ich ja jetzt auch, aber nicht in so einer Mega-Version. Ich habe kein Ancestral. Aber das Ding ist, ich müsste eigentlich mal Videos sehen davon, weil ich weiß halt nicht genau, welches mir davon am ehesten liegt, was mir am meisten Bock machen würde. Quill Volley kenne ich. Da ballert er die ganze Zeit diese Dingspfeile. Crushing Hand hatte ich mir überlegt. Das klingt einfach geil. Scourge benutze ich auch. Okay, das ist aber dann komplett anders. Ist echt schon ein bisschen schmerzhaft, den Build zu wechseln. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man bei Diablo nicht ein Bild abspeichern kann, sodass, wenn man da rumskillt oder so, zur Not immer wieder zu dem Ausgangsbild einfach mit einem Klick kommt. Wisst ihr, was ich meine? Verstehe ich nicht, dass es das... Ach hier, guck mal, hier kannst du auch noch gucken. Für Torment Starter. Ah. Ich wäre wahrscheinlich hier. Overpower ist noch besser dann, oder was? Hä? Was ist Overpower? Also ich meine, ich müsste alle Aspekte haben. Ich kann nicht garantieren, dass ich immer die höchstleveligen habe, die Max-Rolls. Aber die Skills habe ich alle.
Für das Overpower-Build brauchst du eine bestimmte Höhe an Resource Generation. Ey, den Stab, den verstehe ich auch immer noch nicht. Also klar, 94% Chance for Core Skills to hit twice ist klar. Your Core Skills are now additionally basic skills and free to cast. But deal up. Okay, also kosten kein Vigor mehr, aber machen 30% weniger Damage. When cast at maximum Vigor. Your Core Skills consume. Hä, ich denke, sie sind umsonst. Your Core Skills consume all Vigor to return to full damage. Cast at their largest size and become guaranteed critical strikes with 3% increased damage. Each point of vigor. Junge, ist das kompliziert. Der erste Schuss mit Max Vigor knallt rein. Ah, okay. Warum schreiben die das nicht so dahin, dass man es versteht? When cast at max. Aber, achso, nee, gut. Cast at maximum vigor. Core skills consume all vigor. Ede, was hältst du vom Monte-Event? Ihr immer mit euren Monte-Events, ey, keine Ahnung. Ganz kurz, der Kepelecke-Stab verbraucht dein ganzes Vigor, macht extra viel Damage. Das Overpower-Amulett garantiert dir Crit plus Overpower, wenn du über 275 Vigor ausgibst. Also brauchst du viel Max-Vigor. Und den Unique Ring. Junge, Junge. Was sagst du zu Xenoblade Chronicles Remaster? Ja, habe ich Bock drauf. Ich habe das ein bisschen gespielt auf der Wii. Also so 30 Stunden sogar. War aber immer noch nicht bei den großen Mechs angekommen. Irgendwann hat mich so ein bisschen, hat es mich so ein bisschen verlassen. Aber ich könnte mir vorstellen, es nochmal zu spielen, ja. Okay. Aber was macht der Build? Also, this build doesn't need much to get started besides one Dungeon Codex power, but Spiritborn has access to many strong aspects that amplify this build. Unyielding in, okay, a powerful legendary effects that buff our damage. Den Helm habe ich sogar. Include Harmony of Ebivaka, den habe ich. To combine the effects of three spirits at the same time before we switch to the final setup. Achso, das ist dann hier ein anderer Helm. Okay. Ja gut, Mythic. Das ist erstmal out of my league. Our resources are solved differently depending on the tools available to us. Starting with vital strikes and various ways of triggering vulnerable, which is later replaced by Prodigy's Tempo. And Rod of Kapalicki and Ring of Midnight Sun. Das habe ich beides. Which allows us to permanently crit with massive extra damage on every attack once we reach high enough resource generation. All in all, the Crushing Hand Gorilla Spiritborn represents a fun AoE machine that excels at speed farming but still packs a punch against tough enemies.
So, hier ist klar, wie geskillt wird. Endgame Mythic. Ah, okay. Endgame. Crushing Hand is our main ability. It's a simple skill. It creates two AoE effects. One in the center. Soll ich das machen? Oh, ich hab Schiss. Welche Glyphen nimmt der Fitness Spirit Outmatch Colossal Turf? Sind natürlich überhaupt nicht die, die ich hochgelevelt habe. Oh, ich habe richtig Schiss, jetzt irgendwas zu verändern. Aber ich komme halt nicht weiter mit meinem Bild. Soll ich dich in 10 Minuten auf 60 ziehen? Digga, ich bin Paragon 120. Ich muss nicht gezogen werden, ich muss umskillen. Das ist das Problem. Deshalb sage ich, es ist so scheiße, dass man nicht zurückkehren kann. Wenn ich jetzt feststelle, dass der Build überhaupt nicht für mich funktioniert, was mache ich dann? Was mache ich dann? Leveling Priorities, Fitness Spirit, Outmatch Colossal Turf. Runes, Pock, Ke. Xol habe ich, glaube ich, nicht. Invoke a skill from another class. Raff ich noch nicht mal. Ah, okay. Mercenaries. To enable the crushing hand gorilla spirit point to perform optimally hunt for these stats on your gear. Man muss halt alles neu denken, ne? Wenn ich jetzt von Poison Build auf was anderes umstacke, im Prinzip brauche ich so viele neue Items, weil ich die ja alle schon für Poison und so weiter und Centipede gererollt habe. Fünfzehn plus Total of Crushing Hand Ranks, ist klar. 4000 plus Armor, what? 7000 plus Life, what? Ring of Midnight Sun habe ich. Habe ich auch mehrmals, glaube ich sogar. Resource Generation. Oh, Jesus, ist das kompliziert. Also das kriege ich alles hin.
Item progression goals. Before you dive into the endgame with crushing handgrass, we'll take a look at this overview of the items used in the build. Ich finde es halt auch so schwer, überhaupt an die Mythic Uniques zu kommen. Oh, Jesus Christ, was mache ich? Man kann die bauen, ja. Die können droppen und man kann die auch bauen. The most important stat on the vigor restore percent. Den habe ich doch sogar schon. Ich starte jetzt mal das Spiel. Oh, yeah. So. Yo, Streamclips Germany, Eddie Fantastic, was geht ab? Ich mach mal, ich habe noch gar keine Mod gemacht. Ich mach mal kurz. Ja, Leute, die Sucht hat mich. Diablo 4 hat mich an den Eiern. Ich muss weiterspielen. Ich will die Season zu Ende spielen und ich bin recht weit. Aber ich komme auch langsam mit meinem Bild an die Grenzen des Machbaren und bin am Überlegen, ob ich jetzt tatsächlich hier in dieser Folge mal komplett umsteige. Ich wehre mich noch so ein bisschen dagegen. Weil so ein Bildwechsel, ist, muss er ein anderes Bild finden und dann einrahmen und nein, aber so ein Bildwechsel ist ja tatsächlich am Anfang erstmal schmerzhaft, ehe er sich rentiert, weil jetzt natürlich alle Items und so weiter auf mein Poison-Bild ausgerichtet sind. Und wenn ich jetzt komplett einen anderen Bild spiele, muss ich halt ja, wieder viele, viele Sachen machen. Was ja auch Bock macht, weil sonst wird es ja auch langweilig. Also sonst hat man ja auch nicht viel zu tun. Aber, ja, ich trotzdem, es ist ein bisschen wie Zimmer aufräumen. Und ich verstehe nicht, warum es nach all den Jahren immer noch nicht die Möglichkeit gibt, Builds, also komplett vergebene Punkte und Ausrüstung irgendwie zu speichern. So, dass wenn du irgendwie dann rumfummelst oder so, dass du jederzeit wieder den Bild spielen kannst, den du schon gehabt hast. Verstehe ich nicht, warum so eine... Das ist so ein No-Brainer, dass es das gibt. Gibt es das nicht sogar in World of Warcraft? Naja. Okay, also wir gehen erstmal rein. Ich habe hier im Hintergrund, ich muss hier dann immer so raustappen, habe ich hier Max Roll an. Also ich habe mich jetzt, ich könnte natürlich auch einen anderen Build nehmen, allein wenn ich schon das Paragon, die Paragon-Bretter resetten muss und neu anordnen, weil ich habe auch keine einzige dieser Glyphen hochgelevelt. Eieiei, das ist echt, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, was ich hier vorhabe. Ich könnte die Season wahrscheinlich auch einfach so beenden. Ja, jedenfalls habe ich mir hier diesen Crushing Hand Gorilla Spiritborn Endgame Build ausgesucht.
Moment, das ist ja gar nicht der Ring, den ich benutze. Mother's Embrace? Welchen wollen die? Ring of Midnight Sun. When you critically strike, you regain 20-50% of the vigor. Okay. Ring of Midnight Sun habe ich aber auch. Achso. So. Greetings. Ist denn schon der Zoom wieder so nah? Ist der in der. Es ist doch schon wieder viel zu nah dran. Warum schwierig war die Taste? Ach du Scheiße, ich hab den Ring gar nicht. Ich hatte den schon so oft salvaged. Ich hab den nie aufgehoben. Okay, ich hab den Stab, aber auch nicht als Ancient. Greetings. Greetings. Die Rune habe ich auch nicht. Oh, it's so complicated. Was mache ich jetzt? Erstmal gucken, ob ein Realmwalker da ist, um reinzukommen. Ich muss auf jeden Fall. Kann man hier eigentlich nochmal Uber-Lilith bekämpfen? Weil die hat mich immer geone-shottet. Ich habe die runtergeballert auf ein Fitzel Energie und dann hat sie mich. Und dann hat sie mich immer geone-shottet am Ende mit ihren komischen Bodenwellen. Was macht man da? Ich zeige euch das mal. Ich bin jetzt übrigens wieder zurückgegangen auf Torment 1. Auf jeden Fall fairer Respawn hier. Huch. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Weil die hat so eine One-Shot-Attacke am Ende, wo ich einfach nicht raffe, was man da machen soll. Der Weg zu ihr ist halt auch ein bisschen übertrieben. Wie viele Treppenstufen kann man haben? Da merkt man, dass Lilith nicht ein einziges Mal einkaufen geht. Er würde sich selbst so einen Weg bauen. Ihr denkt, hier ist es? Nein, es geht weiter. Noch mehr Treppen. Teil. Da geht schon relativ easy eigentlich. Ich kann ja, Torment 1
bin ich zu stark, ich habe 2 bin ich zu stark. Also das war jetzt schon sehr. Game Sound ist etwas laut. Wie man's macht, ist falsch. Wieso droppt die eigentlich nichts? Ist die dumm? Ja, ich habe Game Sound runtergemacht. Wieso droppt die nix? Hä? Ist das normal? Habe ich einfach gar nichts gekriegt? Warum spielst du ohne den zweiten passiven Söldner? Es gibt einen zweiten passiven Söldner? Deshalb farmt die niemand, weil es halt einfach gar nichts bringt. Wie kriege ich denn einen zweiten Söldner? Anheuern, da kann ich doch immer nur einen wegschicken. Hier kann ich auch mal gucken. Wie viel habe ich? 32. Lächerlich. But don't fret. He's wary of anything new. Leck mich doch am Arsch. So, wenn ich den jetzt heile, habe ich ihn. Ah, no reinforcement enlisted. Warte mal. Enlist a reinforcement. Ist es das? Alter, was ist das denn? Das kenne ich ja noch gar nicht. Reinforcements will emerge during combat and execute their skill at an opportunity of your choosing. Ach, guck an. Das ist ja lustig. Okay, was nehme ich denn da? Mercenary Iconic, Mercenary Core. Assign an opportunity for when the mercenary skill would be triggered. Ach. Das ist ja interessant.
gut, wenn er nur alle 20 Sekunden triggert, wärst du eigentlich Sinn. Obwohl, ne, ist ein bisschen schneller als mein Ult. Alle 20 Sekunden wäre eigentlich Armored Height zum Beispiel. So. Ach, er ist nur das Reinforce. Jetzt kann ich trotzdem noch Varyana nehmen. Wie weit ist sie denn eigentlich? 6. Ja, wir wollen eigentlich zu 8, um den hier zu kriegen, Masterworking. Dann nehme ich sie mal wieder mit. Hatte ich am Anfang. Die anderen beiden sind schon weiter. So. Geil. Danke, Chat. Wieder was gelernt. Dieses Spiel hier, das bietet ja so viel, ne? So, sollen wir mal gucken, ob ich... Hier übrigens, ich bin mit der Season schon recht weit. Wir sehen es da oben. Ich bin im letzten Kapitel. Das heißt, um die Season durchzuspielen, muss ich jetzt noch hier diese Ziele eigentlich erreichen. Defeat World Bosses, also 10. Natürlich auch Defeat Monster. Okay, ich muss in Torment 3 dafür. Defeat Tormented Echo of Andariel. Hab ich doch schon. Defeat Tormented Echo of Andariel. Habe ich das nicht schon gemacht? Habe ich doch schon tausendmal gemacht, oder nicht? Oder was? Duriel und ich habe Andariel noch nicht? Complete Artificial. Okay, ich muss auf Level 50 in den Rifts kommen. In den Pits, sorry. Ich bin momentan bei 35. Ich würde vielleicht 37, 38. Vielleicht schaffe ich auch 40, aber 50 schaffe ich auf keinen Fall mit dem Bild, so wie er jetzt ist. Zumindest nicht mit dem Equipment. Glyphen auf 45. Das ist kein Problem. Masterwork ist... Auf Level 8 kriegen auf jeden Fall schon nicht ganz so leicht. Weil da du brauchst ja diese komischen Perlen. Das wird richtig teuer. Equip at least 8 Ancestral Unique Items simultaneously. Das sollte man auch hinkriegen. Aber ja, ist noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen. So, ich guck mal, ob ich mich irgendwo. Ups, was ist jetzt passiert? So, ich guck mal, ob ich eine Party finde. Torment 1 Leveling? Wir sind schon zu viert. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so, dass so wenig Partys angezeigt werden? Ich hätte gedacht, irgendwie Diablo 5 ist aktiver, aber dass da so eine Party angezeigt wird, oder noch nicht mal eine, finde ich schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Crossplay habe ich an, ja. Vielleicht sollte ich schwierigkeitshoch gehen, ne? Ich bin sowieso zu overpowered für Torment 1. Habe ich Diablo 5 gesagt? Sind alle auf T4, ja, okay. Aber trotzdem muss er auch erstmal hinkommen. Also. Gehen wir auf T2. Welchen Rift muss ich schaffen, um auf 3 zu kommen? 50. Ja, schaffe ich nicht. Ich habe auch noch scheiß Equipment. Es ist ja auch noch Verbesserungspotenzial da. Es ist ja noch deutlich zu hier. Was ist das denn für ein Crap hier zum Beispiel? Die Tessets of the Dawning Sky. Die kannst du auch in die Tonne kloppen. When you take damage from non-physical damage... You get a maximum resistance. Das brauche ich überhaupt nicht. Die Hose. Die Hose. Maximum Ferocity.
Da weiß ich zum Beispiel gar nicht, helft mir mal Leute. Ferocity increases your attack speed. Das ist doch nicht die richtige. Was habe ich denn hier für einen komischen Bild gerade? Was ist denn das, wenn es. Zahlt das? Ach so, das ist, weil es nichts Besseres gab oder was? Ich muss doch mal gucken hier. Ist alles nicht ideal hier. Ist alles nicht ideal. Das kommt, wenn man nicht 1:1 nach einem Bild geht. Aber ich weiß gar nicht, warum ich so komische. Da muss doch was Besseres geben. Ach, das ist der. Guck mal hier. Jetzt raff ich den auch. Aspect of Assistance. Your Reinforcement Cooldown is reduced by 29%. After casting your ultimate skill, your Reinforcement Mercenary is called. Close enemies or those you deal indirect damage to. Poison ist doch indirect damage, oder? A slowed for 3 seconds. Ist das nicht viel besser? Vorausgesetzt, Poison ist indirect damage. And block chance, blocking an attack from a close enemy. Ja, obwohl 56% ist Mittel. Aspect of Soil Power. Casting Mystic Circle. Cast a centipede skill in Mystic Circle empowers them to parry apply poisoning damage. Schon. Was haben wir hier noch? Razor Wings spiele ich nicht. Evade. Soil-Dings. Wow. Until spring. Das ist alles okay. Touch of Death. Das ist Quatsch. Wieso habe ich das denn drauf? Das verstehe ich überhaupt nicht. Only honest magics. Gibt's doch Besseres für mich. Payback.
casting a focus skill. Nee. Gain increased critical strike damage equal to 54% of your block chance. 54% of your block chance. Attacking enemies with a basic skill. Increase the damage of your next core skill cast with an. Damaging an enemy with a basic skill. Prozent of your armor. Ich habe 1000 Armor knapp. Viertel wären 250. Also, wir werden jetzt bei 250. Das ist kompliziert, ey. Das ist auch nicht schlecht. 25% increased damage while you have a barrier active. Ich habe, glaube ich, oft einen Barrier. Oh, was ist das? Enemies you poison have 100% reduced healing. Aber was heißt das? Ich wusste gar nicht, dass die sich heilen. Heilen sich normale Gegner? Für PvP? Okay, das ist kein PvE-Ding. Schade. Enemies who move while poisoned by you additionally take 100 of your thorns damage per second. Das klingt auch gut. Ich glaube zwar nicht, dass ich viel Thorns Damage habe, aber das klingt trotzdem gut. Also 200% of your Thorns Damage per second allerdings. Warte mal, da muss ich doch mal gucken. Da muss ich ja jetzt mal gucken, was habe ich denn an Thorns Damage? Null, lol. Ja, nun. Okay, gut, dass ich das nochmal gecheckt habe. 200 mal 0. Ist halt 0. Mann, ist das alles. Was haben wir hier? Das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das nehme ich. Restore 5 of your primary resource when you crowd control an enemy.
Damit müsste ich eigentlich relativ viel Vigor. Ich probiere es einfach mal aus. Jetzt komm, scheiß drauf. That's a good omen. So, und das ist alles okay, der Rest. So, und jetzt gehen wir einfach mal in so einen Rift rein und gucken mal, wie weit ich komme. Oder? Oh, jetzt geht der scheiß Teleport wieder nicht. So. Vierzig probieren wir, komm. Mal sehen, ob wir 40 schaffen. Wenn du 40 schaffst, schaffst du auch 41, sage ich immer. Ich hatte mit Night Sun. Ich hab den gestern einfach wieder tausendmal surveyed, weil ich nicht wusste, dass ich ihn brauche, ehrlich gesagt. War ein bisschen dumm. Ich muss den jetzt neu farmen, aber jetzt will ich erstmal kurz wissen, wo ich stehe. Also 40 scheint machbar zu sein. Aber hier sind auch schon ein paar Gegner hier, zum Beispiel der hier. An dem hänge ich gerade. Also es geht, aber es geht nicht super schnell. Bosse farmen will, ja immer. Ich hab leider nicht genug Materialien für Bosse. Ich habe gestern alles verbraucht. Ich muss erst wieder neue Mats farmen. Ja, diese Elon Musk mit Level 150 Kreis habe ich auch schon gesehen. Ja, die sind auch schon bei mir in der Timeline gewesen. Da scheint das Spiel auf jeden Fall auch zu suchten. 150 ist auf jeden Fall richtig krass. Das ist, glaube ich, Meter sogar, oder? Aber wahrscheinlich hat er einfach einen Dude, den er den ganzen Tag für ihn farmen lässt oder so. Ich sage euch, das wird knapper als man denkt. Der Boss, der Guardian, könnte zum Kasus Knecht werden. Kommt es denn langsam an das Diablo 3 Spielgefühl ran? Ja, schon. Also das Endgame macht auf jeden Fall durchaus Bock. Also ich finde, das haben wir schon gut hingekriegt mittlerweile.
Man muss halt Bock auf Diablo haben. Ich weiß halt, das ist halt nicht jedermanns Sache, aber ich find's geil. Das macht auch nicht ewig Bock, aber so eine Season mal zocken. Ich habe jetzt ca. 50 Stunden hier in dieser Season. Ja, dann vielleicht 60 Stunden, bis ich sie durch habe oder so. Und dann kann man erstmal wieder eine Diablo-Pause machen und so, aber ist doch okay. Mauler, die können aber auch was wegstecken. Geräuschkulisse so geil, das macht so richtig, hat richtig Impact, wenn er irgendwie, wenn die Massen, die Horden von Monstern hier so zerfleischt werden, so, das macht einfach. Und ich habe ja auch gesagt, nach Elden Ring brauche ich sowas. Ich habe gesagt, ich brauche erstmal wieder ein bisschen easy peasy. Irgendwas ohne Skill. Das ist das Schöne. Diablo ist wirklich fast komplett skillfrei. Würde ich sagen. Jetzt schauen wir mal. Mal, was der schon wegsteckt. Dauert doch schon deutlich länger, als man das will. Aber es geht. Wir werden es wohl schaffen. Oh, ich sollte die Schnauze haben. Hälfte haben wir. Ich
Alter, was packt mich denn da so ab, ey? Uiuiui, jetzt nicht schlapp machen. Uiuiuiui. Nein! Was? Ich lebe noch! Ich lebe noch! Aber ich hab keine Flasche mehr. Warum? Ich hab schon das Kopf weggeworfen. Mach ihn! Oh. Junge, das war knapp. Ich habe schon das Pad weggeworfen, lol. Ich dachte kurz, er hat mich. Okay, jetzt ist die Frage, soll ich jetzt noch die Runen... Ne, wir machen erstmal die eine Rune auf 45, das müssen wir eh schaffen, oder? Oder soll ich jetzt schon die Runen von dem neuen Bild... Ach scheiße, ich mache erstmal auf 45 hier. Ja, das ist eh ein Scheiß. Scheiße. So. Also 40 schaffen wir, aber man sieht schon jetzt, also bei dem Boss, es wird langsam eng. Also 50 schaffe ich auf keinen Fall. Ja, ey, ich finde, so einen Boss muss man schaffen können, ohne dass man sich bewegt. Ich habe ja keinen Bock, jetzt da seinen Angriffen auszuweichen und so. Wer hat die Zeit? So, was haben wir denn hier überhaupt? Axolotls Smile of Rallying Reversal. Ja. Okay. Wer 40 schafft, schafft auch 41. Das ist natürlich wahr. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, für welchen... Also, wenn jemand was aufmachen will zum Bossfarm, könnt ihr es gerne machen. Ich guck nochmal, ob ich was finde. Jetzt auf Torment 2 vielleicht ein bisschen mehr. Hier, guck mal, hier ist schon ein bisschen mehr. Newcomer in Progress. Andariel. Kann ich mich da noch rein swaffeln? Not enough space. Toll. Ich geh mal hier. Und hoffe, dass die entsprechenden... Was? Your Party Campaign? Was stimmt da? Ich hab's nicht gelesen. Oh nein, ich komme zu spät. Ah, sehr gut. Hier, da sind wir Quill Volley. So overpowered, das ging gestern schneller. Da ist er nicht so weit gekommen. Weiter.
Alter, hau auf mich. Och, come on. Ich glaube, wir sind zu schwach. Wer ist denn da so schwach? Bin ich der Schwachpunkt? Und wieso revivet ihr mich nicht? Mann, was ist denn hier los? Scheiße mit der Scheiße da. Hallo? Anyone? Hallo? Hallo? Danke für nichts. War da. Nichts hat mich da erwischt. Lächerlich. Oje, Botte. Ich bin der Schwachpunkt. Ich muss ins Geld. Was ist los so? Das ging jetzt. Warum ging das jetzt so schnell? Hä? Hab ich einen Schwächeren gesummoned oder was? Oder ist das, weil jetzt der vierte weg ist? Das ging jetzt super schnell. Kann man 4-Sterne-Items auch in Torment 2 bekommen?
so schnell, mein Ult ist noch nicht mal wieder refreshed. Einer von den beiden macht so pervers Damage. Guck mal hier, ich muss gar nichts machen. Guck mal oben auf den Energiebalken. Guck hier, zack. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, ich stehe nur im Weg. Thanks. Ja, das sowas nennt man Boss-Farming, aber tatsächlich, werdet ihr sehen, es hat mir eigentlich gar nichts gebracht. Ich habe nichts gekriegt, was ich brauche. Das ist das Lächerliche. Das ist wirklich so albern. Aber es ist so. Ich habe noch nicht mal den Ring gekriegt. Dafür habe ich X-Files Corroded Signet 47.000 Mal gekriegt. Gregor droppt Midnight Sun. Ja, gucken wir mal gleich. Duriel, Andariel. Ich bin jetzt gelandet. Das jetzt hier läuft. Ich
nicht. Was? Was zum freaking Fluffelflax? Komm nicht an die Sachen da ran wegen dem Scheiß. Wieso? Was zum Fickbums? Das ist ja blamabel hier. Danke, Tenet. Warum muss der immer direkt an diesem Ding da droppen, wo ich mit nicht einsam... Oh. So, ich mach. So nervig. Ich will mich nicht beschweren, aber... Und der Ring ist auch nicht gedroppt. Achso, der ist ja bei Gregor. Doch hier nicht weiter, oder? Ich stumpf hier nur ab, hab ich das Gefühl. Aber auch nicht aufhören. Jedes Mal ein neues Rubellos. Theoretisch kann ja auch ein Mythic Rune droppen. Aber es droppt nur Crap. So, ich gehe. Gregor hat den. Ja, wir gehen zu Gregor. Crap. Schon traurig, dass das alles nichts weiterbringt, ne? Irgendwas Geiles gekriegt.
kauf jetzt mal alle, oder? Anything else? Okay. Gucken wir mal, ob ich Gregor Party finde. Beast in the Ice, Lord Seer. Da! Boom. Guys. Ich sollte auch vielleicht auch irgendwann mal die Kampagne zu Ende spielen, oder? Wenn da dauernd die Warnung kommt. Ach, der ist das. Oh. Oh, den kann ich ja ein paar Mal sogar summonen. Kann ich mich ja mal nützlich machen. Oh, jetzt habe ich gepennt. Jetzt habe ich eine Sekunde in den Chat geguckt. Ihr Miesen. Mal einmal in den Chat geguckt, schon bin ich tot. Ja, ich mach schon. Auf ihn mit Gebrüll. Es ist wirklich... Ich kann es nicht rechtfertigen, Leute. Es ist das stupideste Gameplay-Loop, das ich kenne. Aber ist mir egal. Lotto spielen ist auch dumm, machen auch Millionen Menschen. Ich will mich nicht ständig dafür rechtfertigen, dass ich das hier spiele. Ich hab's Gefühl, ich muss. So, jetzt kann mal von euch vielleicht auch einer. War der dann die ganze Zeit Action macht? Da ist doch der Midnight Sunring. Ich habe ihn ja schon 10 Mal. Aber vielleicht mal als Ancient wäre noch ganz geil, oder? Na komm. Hier droppt, ey. So, jetzt seid ihr. Ich habe keine Mats mehr. Protection of the Prime.
keinen einzigen Ancient. Hier, ein Ancestral. Braucht den mit 50%. Hier ist aber einer mit 50% Roll. Was schon mal ganz nice ist. Für den Bild. Ist er, oder? Nee, das nicht, oder? Doch, hier ist ein Ancient, aber der Roll ist ja richtig schlecht, obwohl er Ancient ist. Jesus, der ist schlechter als der Nicht-Ancient. Was ist hier los? Das ist ja albern. Oh, ich muss kurz mal hier... Wo ist der mit 50? Das ist halt nicht. Hier sind schon alle weg. Dann verkaufe ich zu. Also wegschmeißen muss man ja nichts heutzutage, ne? So, ich habe den Ring immerhin mit 50 plus. Das ist schon mal mehr als man... Oh, jetzt hätte ich fast alles gejunkt. Warte mal. Nehme ich mal mit. 50 nehme ich auch mit. Joker, Vlayed Wards, das Crap. Protection of the primary moving, you gain enemies. Kiste. You chose violence. Penitent Griefs. Father Bless, what do you need? So, jetzt die Frage, soll ich jetzt schon die auf diese Kombo mit dem Stab und dem Ring, ich hab den Stab noch nicht als geilen Stab. Rod of Capillacky, 30% plus 2 to Velocity, 1,8 von 3. 1,8, 1,4, 2,6, 26%, 2,6, 26%, 30%,
28%. 103 Critical Strike. Tja, welcher ist der beste? Und dann den Ring of Midnight Sun. Ne, der ist ja scheiße. Prozent. 47%. Krass ist ja, wenn ich den Stab ausrüste, geht halt meine Attack Power so krass runter. Guck mal, jetzt habe ich 4,7. 2,1 mit dem Stab. Ich raff das nicht, das kann nicht richtig sein. Habe ich die richtigen Runen drauf? Wahrscheinlich nicht. Ich habe irgendwelche drauf gemacht. Neo-Zack. Warte mal. Ich meine, das ist ja eh ein falscher Bild jetzt hier. Aber das ändert ja nichts daran, dass der Stab... Xolia ist drauf. Und dann hat er Ring of Midnight Sun und hier hat er... Warte mal, ich gehe mal auf mein Bild, den ich spiele. Das ist nämlich immer noch der Stingers. Ich spiele immer noch den hier. Auch wenn der Leveling ist. Übrigens, mittlerweile gefällt mir die Seite auch nicht mehr, weil man hier nicht so genau sieht. Chemtal, sagen die hier. Helm. Achso, das ist Tempered. Das sind die Affixe. Infestation, Umbral. Aber wo stehen denn... Wo steht denn die Waffe? Ich könnte natürlich ein Bild spielen, ein Endgame-Bild, der auch Poison ist. Dann müsste ich vielleicht nicht ganz so viel ändern. Once you hit level 60 with this build, you will be ready to tackle harder. Ihr sagt ja alle, ich soll Quillvolley spielen.
Build Requirements sind sogar nur die zwei. Ring, wieso denn jetzt hier? Ring of Midnight Sun, Ring of Starless Skies. Den habe ich nicht, glaube ich. Oder? Mythic Ring. Ne, natürlich habe ich den. Ich habe ja keine Mythics. Ich finde, ich raff eh nicht, wie man an Mythics rankommen soll. Ihr seht ja, man, die droppen einfach nicht. Man kann die natürlich auch beim Obelmann finden. Very nice, but ja, could be better. Ah, jetzt sehe ich fast schon. Wie kann man die faven? Man kann die doch irgendwie Mark as Junk, Hide Compassion. Die kann man doch irgendwie faven, dass die nicht verkauft werden. Zweimal Viereck. Und wenn ich jetzt Salvage mache, dann sind die auch nicht weg, ne? Ja, sieht man nicht. Sehr gut. Danke, wieder was gelernt. Okay. Wir können, hier kann man auch übrigens die Schmieden. Wo? Oh. Hier kann man sich so ein random Cash, aber das ist ultra teuer und man braucht, ich habe diese Ressource nicht. Resplendent Sparks braucht man da. Wo kriegt man diese Resplendent Sparks her? Wieso habe ich nur einen davon? Ich habe doch alles schon gemacht. Tausendmal. Ich brauche jetzt so ein Cash. Come back if you need work. Kaputt machen durch Mythics, ja gut. Aber da beißt sich ja irgendwie der Hund in den Schwanz, oder was? Okay, das ist ja richtig lame. Anything breaks, the forge is hot. Und hier kann man sich die auch bauen. Allerdings sieht man auch hier die Ressourcen, die, allein diese Rumen, Eom Lakton. Die musst du erstmal kriegen, diese Runen. Den einen, den ich habe, der ist wahrscheinlich von Lilith. Also irgendwie weiß ich nicht, wie man auf Mythics kommen soll. Das ist echt nochmal komplett beyond me. So. Hier, den Ring soll ich... Ja, guck mal, wie weit ich da weg bin. Ich habe 0 von 6 von diesen Ohm-Runen, 1 von 6 von Zitsch, 2 von 6 von Chem. Und ich habe gerade die härtesten Bosse auf Torment 2 70.000 Mal gefarmt. Also da muss ich ja jahrelang... Das weiß ich. Egal, aber das ist der Grind, Leute. Das ist der Grind. Das muss einfach sein. Das muss sein. Es ist so. Ah, guck mal, wenn wir die Saison abschließen, kriegen wir ein Resplendent Spark. Dann hätten wir zumindest einen. Ne, dann hätten wir zwei tatsächlich. Also ich muss die Saison so oder so abschließen.
So, jetzt muss ich doch noch mal gucken. In den Guide. Also, was ist das für ein Guide? Quill Volley. Soll ich auf Quill Volley wechseln oder was? Die Aspects dürfte ich alle haben. Additionally, if you happen to get the Rod of Kapaliki, unique weapon, take advantage of this and replace the Ring of Starless Skies with Aspect of Moonrise. Also bräuchte ich gar nicht den Mythic. Pocke. Habe ich Pocke? Feo, Neo, Cem, Chir, Moni, Yax, Zan, Ja, Vex, Xan, Cry, Luck, Ner, Qua, Ke, habe ich. Tool, aber ich habe Pock nicht. Leute. Cem, Chir, Moni. Ich glaube, beim Realm Walker kriegt man am meisten, oder? Unterstadt. Unterstadt habe ich tatsächlich noch wenig gemacht. Sollen wir mal Unterstadt? Was ist hier? Undercity. Wo ist denn Undercity? Also nochmal. Ist das nicht hier gewesen? Ach nee, das ist Dark Citadel. Dark Citadel fand ich viel zu schwierig, ehrlich gesagt. Mehr Belohnung abholen? Wo? Was? Wo kann ich mir Belohnung abholen? Ist bei mir noch nicht freigeschaltet? Wisst ihr was? Vielleicht sollte ich auch einfach erstmal die DLC-Kampagne zu Ende machen, bevor ich hier weitermache. Oder? Chabrinet. Doch, hier ist es doch. Achso. Aber ich meine, ich habe sogar eine Undercity-Quest gehabt. Dark Citadel. Ja. So, komm, wir machen einfach erstmal ein bisschen Progress in der Kampagne. Oh. Geh doch da! Was ist das für ein lila Ausrufezeichen da gerade erschienen? Hä? Wo ist das? Hier ist nix. Right.
größter Gegner ist hier diese komische Pflanzenwand. Ehrlich ist, ich finde, wenn man so mal Diablo 1 und 2 sich anguckt, hat Diablo schon so ein bisschen von seiner Düsternis und so irgendwie diesem Vibe schon ein bisschen eingebüßt. Irgendwie war das früher so ein bisschen intensiver, das Spiel, habe ich das verklärt. Ich finde halt, die Open World macht auch nicht so viel für mich irgendwie. Sieht alles irgendwie gleich aus in der Open World. Egal wie viele Stunden man Diablo 4 gespielt hat, man findet sich trotzdem irgendwie nicht so richtig zurecht in der Open World, weil alles so austauschbar irgendwie ist. Auch wenn sie es gut hingekriegt haben, es gibt genug zu tun und so, aber... halt nur Damage Numbers. Ja gut, die kann man auch ausstellen, aber man, ich sag mal so, man will halt auch Damage Numbers sehen. Diablo ist halt ein Damage Numbers Spiel. Damage Numbers finde ich geil. Ich meine, ich habe es auch die ganze Zeit ausgehabt, weil ich es vergessen hatte anzumachen. Und es ist mir dann auch nicht so bewusst geworden, bevor jemand im Chat gesagt hat, ey, warum ohne Damage Numbers? Aber eigentlich gehört schon ein bisschen dazu für mich. I'm afraid of you.
scar on your face, Wolf. I know what Akarat did to you. You were weak then. You are weak now. Do you hear me? I'm going to end you. I'm going to rip your damn throat out with my teeth if I have to! Hier könnte ich doch eigentlich auch in Formel 1 spielen. Oder? Vielleicht scheißegal, wie ich das mache. Ich muss schneller rum. Base schreibt hier, Base schreibt mit Diablo 2 jetzt auch nicht so düster, wie alle mal sagen. Ja, vielleicht ist es nicht düster, aber es ist stimmungsvoll. Also es ist extrem stimmungsvoll. Durch die Musik und die reduzierte Grafik irgendwie. Two-handed Sword, das habe ich ja, so einen Drop habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt.
I'm sorry. Wer von euch weiß denn, wie viel von der Kampagne jetzt noch kommt? Ich meine, so viel kann da doch eigentlich gar nicht mehr kommen, oder? Ey, das ist ja auch krass, dass man so zwei Söldner gleichzeitig aufleveln kann, ist natürlich auch... Wenn ich das mal gewusst hätte, hätte ich ja viel schneller gelevelt. Ich habe mich schon gewundert, dass die so langsam... Oh, wie dumm, ey. Stories about the faces. Maybe the lake has something to do with the two. Akarat. But I gotta say, here's another one. Here's another one. It's even more beautiful than the one we saw. Reminds me of when I entered the spirit realm. How many of those faces of Akarat holds it back? Will I find? I guess. The answer that veil? Or we'll never find. A curtain, maybe. So, wo ist jetzt hier der dritte? Gibt's doch gar nicht. Hä? Eins. Sind wir eigentlich bescheuert? Was ist denn das? Mann. Another face. Blacker than a starless night and safety in its darkness. Safety in darkness. Would a grave be too ironic? Well, not a grave, but maybe a tomb. Ah, a cave. A cave, a curtain, and water. Or a curtain a waterfall. Of water over a cave. I heard a waterfall near where we entered. Wow. Waterfall. It's as we thought.
There. Is this really the tomb? I thought it would be... No. So. Das ist etwas für ein andermal. Ich mache jetzt Schluss. Ich muss morgen früh zum Arzt. We leave nothing standing. Ach, ich habe die ganze Zeit schon mit dem Stab und dem Ding gekämpft. Nee, ich habe nur mit dem Stab gekämpft, aber nicht mit dem Ring. Hä? Bin ich jetzt völlig irre? Wieso habe ich dann den Ring nicht angezogen? Der hat ja, dann muss ich ja sagen, hat er ja doch ganz gut reingehauen dafür, dass der die Hälfte Attack Power hat. Ach, wie krass, das ist mir überhaupt nicht bewusst gewesen, dass ich... Das ist ja lustig jetzt. Nochmal ein kleiner Überraschungseffekt hier am Ende. Ey, da hast du mal in der Söldnerbase geschaut, ob da gute Items dabei sind. Meinst du bei dem Barter-Typen? Oder was? Da braucht man doch diese Coins, ne? Und dann habe ich auch so wenig. You don't talk very much, Bounty Hunter. Why? 100 habe ich. Very much to say. Neither do I, and I talk all the time. Utility Aspect ist doch Ringe oder was? Hier noch gar nicht benutzt. Das müsste eigentlich auch noch hochleveln. Na gut, ich mache jetzt Schluss hier mit dem Ding. Sonst kann ich, es ist so schwer, sich von Diablo irgendwie zu trennen, finde ich. Weil man denkt sich, ach komm, einen Run mache ich nochmal, ein so ein Monster lege ich nochmal, einmal noch das da wegbringen und das nochmal umtauschen und dann nochmal das holen. Da kann es echt wahnsinnig werden.